Meine Damen und Herren, der Prima Globale Werte ist ein flexibel anlegender, vermögensverwaltender Mischfonds. Ziel ist es, eine gute Rendite zu erzielen, aber möglichst bei geringer Schwankungsbreite. Bei mir ist jetzt der Fondsmanager des Prima Globale Werte. Herr Fischer, wenn man das so sieht und das seit Anfang des Jahres, die Performance ist gut, ist besser, weit besser als die Benchmark, aber eine geringe Schwankungsbreite kann man jetzt nicht gerade sagen, ne? Nee, wir sind schon ein bisschen aggressiver mit dem Mandat unterwegs und wir sind etwas kalt erwischt worden von einigen Trends, die im Markt unser Portfolio bedrückt haben. Wir liegen zwar 10% über unserer Benchmark, wir sind auch im Plus, man muss sich also nicht verstecken, aber klar sind wir auch immer daran interessiert, das noch besser zu machen. Sie haben den Fonds Anfang 2014 übernommen, also jetzt so vor ganz grob mal 2 Jahren. So im Ende letzten Jahres hatten wir einen richtig, richtig guten Lauf. Ne? Ja, da waren Einzelpicks wirklich wunderbar in der Entwicklung. Eine VeriSign, eine Google haben sich wunderbar entwickelt. Wir haben dann auch mit GLPI einen eigentümergeführten Anbieter von Immobilien für Casinos ins Portfolio aufgenommen, der zwischendurch einen sagenhaften Lauf hatte und wo wir auch schöne Dividendenrenditen bekommen. Aber gerade dieser Titel zum Beispiel, der ist zurzeit wieder etwas runtergekommen, weil der gesamte Sektor unter Druck war. Und das hat auch dazu geführt, dass die Performance dadurch wieder ein bisschen rückläufig war. Nach wie vor eine tolle Firma, auch eine tolle Dividendenrendite, aber der gesamte Sektor kommt unter Druck und da kann sich diese Aktie leider nicht ausnehmen. Viele Titel, nicht nur in Deutschland, sondern auch ganz weltweit, sind ja Mitte des Jahres oder ein bisschen früher von der Situation in China überrascht worden. Nicht nur Profi-Anleger, auch private Anleger. Ist das jetzt auf Dauer verlorenes Land? China ist meiner Meinung nach eher schon wieder dabei, eine Bodenbildung zu durchlaufen. Das, was wir als Thema hatten, was jetzt zu den Verwerfungen geführt hat, ist doch schon sehr weitgehend in den Preisen wiederum auch abgebildet. Natürlich sind besonders die deutschen exportorientierten Werte davon betroffen gewesen. Und dann haben wir natürlich ein hausgemachtes Problem noch bei VW gehabt, die wir leider auch im Fonds hatten, VW und Porsche. Und die sind eben durch den entsprechenden Skandal, Dieselgate nennt sich das Ganze ja mittlerweile, doch ganz schön unter die Räder gekommen. So stark unter die Räder, dass wir uns entschieden haben, das ist jetzt auch schon wieder Value, noch zu verkaufen nach diesem Chaos hat dann auch keinen Sinn mehr gemacht. Die waren ja schon günstig, als wir sie drin hatten, sind jetzt halt noch viel günstiger geworden. Wir schätzen, dass wir ein einstelliges Milliarden-Euro-Thema haben mit den Gesamtkosten und den Strafen. Da sind Sie aber sehr moderat, ne? Natürlich. Denn andere gehen von 30 bis 60 Milliarden aus. So gut. Ist es. Also keiner weiß es und das nicht mal genau. Ne? Schauen Sie sich mal GE an mit Toten. Also dort sind ja eben ca. 100 tote Menschen aufgrund der Defekte tatsächlich nachgewiesen. Und auch das hat zu einem bescheidenen, also relativ bescheidenen Schaden, der eben nicht zweistellige Milliarden waren, sondern in den unteren einstelligen Milliarden waren geführt. Das ist zwar auch schrecklich, aber man muss eben die Kirche im Dorf lassen, überlegen, wie plausibel ist es? Eher die Schwäche, dass es nochmal ein dünnes Quartal gibt, weil die Käuferzurückhaltung da ist. Das kann dazu führen, dass man eben noch ein bisschen längere Geduld dabei haben muss. Schauen wir insgesamt mal den deutschen Markt an. Wir haben es angesprochen, mal so China, dann VW. Der DAX hat sich zum Beispiel ganz schön geduckt. Ja. Ja, ist jetzt ein bisschen wieder zurückgekommen. Wie schätzen Sie das denn ein? Wir haben wahrscheinlich mit 9,3 die untere Ecke des Korridors gesehen. Ich denke, dass wir jetzt eine schöne Chance bekommen, weil so wenig Menschen eben wirklich investiert sind und wir saisonal in die starke Phase kommen. Wenn wir die Mitte November hinter uns lassen, haben wir also jetzt noch Oktober, bis Ende Oktober, Mitte November eventuell eine Phase, wo wir eine weitere Korrekturwelle kriegen können, aber nicht müssen. Denn wir sind eigentlich schon technisch sauber und es ist sogar wahrscheinlich, dass wir in Richtung Jahresendrallye kommen, weil so wenige dabei sind und Unterinvestition ist und deswegen ist der sogenannte Pain Trade eher nach oben. Wenn keiner dabei ist, dann rennen alle wieder rein und sagen sich, Mensch, warum habe ich das verpasst? Das ist nämlich das, was ich als nächstes fragen wollte eigentlich. Wie sind die Anleger eigentlich positioniert? Ist das alles nur Angst, Angst, Angst und immer noch Angst und traut keiner den Märkten? Oder wie muss das zumindest mal hier in Deutschland?
Da müssen Sie einfach mal auf die Neutralität schielen. Einmal, die hatte ich Ihnen mitgebracht als Grafik. Wenn man dort sieht, die war noch bis vor kurzem sehr hoch. Also sehr viele unentschlossene Menschen aufgrund des Kursverfalls haben jetzt alle erkannt, dass wir in einer Korrektur, in einem Abwärtstrend sind. Das hat sich dann wiederum, diese Neutralität, auch in der Anlegerpositionierung, also in dem, wie sie relativ zu ihrer eigenen Benchmark oder dem eigenen Wahrnehmung, wie viele Aktien man haben sollte, in einer Untergewichtung wiederum abgebildet. Man kann das dann sehen, dass die Quoten eben von einem Übergewicht in ein Untergewicht zurückgekommen sind. Das heißt, viel Cash ist da, was wieder in den Markt gezogen wird, weil man jetzt nicht dabei ist. Und eigentlich sind ja die Bewertungen noch moderat. Denn wir gehen nicht von einem kompletten Crash in der Konjunktur aus. Die Konjunkturerwartungen signalisieren zwar ein sich moderierendes Konsumverhalten und eine nicht so ganz tolle Konjunktur, aber die Lage ist nach wie vor gut und wir haben keinen extremen Verfall und eigentlich eine sehr gute Basis dafür, dass man wieder mehr Aktien haben muss. Gilt das auch für die USA? Denn wenn man sich dort mal anschaut, wie die Profis, also wie die institutionellen Anleger agieren, die sind sehr bärisch immer noch. Das ist ja das Beste für uns. Wenn Sie sich anschauen, wie die... Und der Dow Jones ist immer noch im relativ hohen Niveau, das wollte ich mir das ist noch richtig. Sagen. Und der S&P 500. Der kann aber auch noch steigen, so ist es ja nicht. Nach wie vor haben wir eine gute Liquiditätssituation und die Frage aufgrund des Zurückkommens der Konjunktur stellt sich natürlich ganz klar, wird die Fed überhaupt die Zinsen erhöhen? Denn was Yellen sagt, ist ja, it's data dependent, also es hängt von den Daten ab. Jetzt kommen eben die Arbeitslosenzahlen in einen Korridor, wo man sich fragen muss, muss ich denn, wenn gar nicht mehr so viele Arbeitsplätze geschaffen werden, tatsächlich die Zinsen erhöhen? Und viele setzen schon darauf, dass es dieses Jahr nicht mehr der Fall ist und eventuell es gar nicht passiert. Und dann kann natürlich das Thema Risk-On wiederkommen, weil dann der Gedanke natürlich naheliegt, vielleicht kommt das nächste QE-Programm. Das ist zum Beispiel etwas, was sehr wahrscheinlich für die EZB und den Euroraum gilt, weil wir sind zwar ganz gut unterwegs, aber das dürfte noch nicht reichen, damit wir uns aus den Problemen herauswachsen. Und dem Herrn Draghi ist zuzutrauen, dass er noch mal Gas gibt. Der ist ja noch bis 2019 im Amt, also hat er noch ein bisschen Zeit. Ne? So ist es. Schauen wir noch mal auf eine ganz andere oder auf zwei andere Assetklassen. Einmal ist es ja so, dass also sowohl die Rohstoffe als auch jetzt speziell im Öl alles da niederliegt. Also keiner wettet auch nur ein Pfifferling darauf. Ist das eigentlich doch so eine Situation, wo Sie, wenn keiner es will, Sie nehmen es. Wir lieben das. Das ist für uns sogar ein Kontraindikator, wenn die Headlines von Goldman Sachs kommen, dass man definitiv mit 20 Dollar Öl rechnen muss. Das ist so, wie das eben war, als das Öl bei 140, 150 war. Da hat Goldman Sachs ausgerufen, geht auf 200 und drüber. Dieser wunderbare Goldman Sachs Kontraindikator, auf den alle Medien auch springen, der zeigt uns, es ist Zeit, jetzt in dieser Richtung sich zu engagieren. Das haben wir auch gemacht. Schauen wir uns nochmal die Gewinner und Verlierer in den letzten drei Monaten im Fonds an. Über VW haben wir schon gesprochen. Ja. Das ist der absolute Flop. Nach unten, Flop. Der Top ist Google. Ja, also das ist ein wirklich toller Pick, denke ich, denn wir sehen dort ein Wachstum, nicht nur in YouTube, die mit 60% pro Jahr wachsen, sondern auch in dem Bereich der mobilen Suche, also auf dem Handy. Wir hätten sogar am liebsten noch mehr Google. Was uns eben nicht ganz so gefällt, und das bestätigt ja unsere These, das Kartellamt hat jetzt aufgrund der dominanten Stellung von Google auf den Smartphones mit über 80% aller Handys, die mit diesem Betriebssystem laufen, eine Untersuchung angestrengt. Und das lässt uns etwas vorsichtiger werden. Wir erkennen nämlich auch eine quasi Monopolsituation, die natürlich sich wunderbar melken lässt. Wenn das nicht zu hart wird, dann sollte man noch mehr Google haben. Und wir glauben, dass dort das Wachstum auch aus anderen Ecken kommen kann. Die für aktuell, wenn ich an Self-Driving Car denke, warum soll das kein Google-Auto werden? Gucken wir uns mal die Neuaufnahmen und die Verkäufe an. Da gibt es so gewisse Parallelen von den neuen und den alten, also die also raus sind. Sie haben Glencore reingepackt. Das ist also, Sie waren noch nicht mal eine Woche, glaube ich, in dem Titel drin. Dann ist er nach oben durchgegangen und wirklich nach oben geschossen, weil eine Übernahmespekulation im Markt ist. Dann Spark Networks. Wer ist das denn? Glencore ist bekannter, fangen wir damit erstmal an. Herr Glasenberg hat ein IPO zu 5 Pfund gemacht und immer meine Meinung ist IPO tendenziell eher short.
Es sei denn, es kommt zur Unzeit. Und jetzt müsste man eigentlich nur das machen, was er macht. Nämlich, wenn er die Aktien verkauft, bei 5 selber verkaufen. Jetzt hat er bei gerade erst so 1,20 angefangen, eine Kapitalerhöhung zu machen. 20% hat das Management selber gezeichnet. Ja, die Kapitalerhöhung kommt auch aus der Not. Aber das Management zeigt damit eben auch, dass es eine Werthaltigkeit der Aktie mittlerweile erkennt. Es ist ja dann doch auch deutlich von 5 auf 1,20 gefallen. Nachdem dann der Markt noch weiter übertrieben hat, konnten wir bei 70 Pence zuschlagen und freuen uns, dass wir jetzt schon wieder weit vorne liegen. Bei Spark Network setzen wir auch auf eine Art Turnaround-Situation. Dort ist ein ehemaliger Kollege von Warren Buffett im Verwaltungsrat eingezogen und der zieht jetzt die Dinge gerade, die das vergangene Management mit einer überbordenden Expansion und vielen Kosten im Marketing falsch gemacht hat. Wir glauben, dass wir dort einen ganz tollen Turnaround haben. Spark ist ein Social Media, ein Netzwerk, wo es um das Thema Dating geht, innerhalb von einer religiösen Gemeinschaft. Es geht dort eben um insbesondere um jüdische Glaubensgemeinschaft, die sich dort eben trifft und gern unter ihresgleichen bleiben will. Und es geht auch um eine christliche Glaubensgemeinschaft, die dort eben eher streng das Ganze lebt und dort sagt, wir möchten nur auf dieser Plattform sein, denn dort finden wir die Gleichgesinnten. Interessant, habe ich noch nie gehört vorher. Aber jetzt mal noch mal zu den gleichen, also Auswirkungen. Glencore durchgestartet, das war auch bei Dell Klima, bei dem italienischen Unternehmen Dell Klima. Irgendwann sind sie bei einem Euro mal eingestiegen und dann haben sie das Ganze vervierfacht. Auch eine Übernahme, ne? Ja, Zeit mal was zu feiern, muss ich sagen. Das hat natürlich auch geholfen, relativ zur Benchmark eine gute Outperformance darzustellen. Die Firma mit genialer Chart, ne? Ja, es ist natürlich ein Traumchart. Also wenn Sie auf der Klima schauen, solche Charts möchten Sie öfter haben und daran arbeiten wir auch. Denn von 1 auf über 4, da sagt man auch, da ist so viel der Zukunft schon vorweggenommen, auch wenn wir diese Aktie sehr geschätzt haben, dass wir uns dann davon auch trennen und lieber was Neues nehmen, was jetzt sich günstig darstellt. Mitsubishi zahlt halt für diese Perle mittlerweile 4,40 Euro und da haben wir gesagt, da trennen wir uns davon. Wunderbar. Herr Fischer, herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, Ihnen noch einen wunderschönen Tag.